Herzlich willkommen bei DPOR, den Dark Priests of Raven. Legen wir los. Ich bin Eisgeborg. Beste Freyjord-Qualität. Ich bin Aran und heute bin ich mal wieder in League of Legends unterwegs. Willkommen in der heulenden Schlucht. Diesmal im Aram-Mod und ich habe Master Yi bekommen. Der ja, wie bekanntlich, mein Lieblingsheld ist. Also sollte das wohl eine ganz gute Runde werden, hoffe ich jedenfalls. Vorausgesetzt natürlich, mein Team spielt auch mit. Ich habe den Eröffnungsschlag zweimal geskillt und einmal die Meditation. Einfach weil ich denke, dass ich damit ordentlich Schaden austeilen kann. Und auch nicht so leicht erwischt werde von den Gegnern. Obwohl ich mich am Anfang natürlich mit Master Yi erstmal etwas zurückhalten werde. Und mal abwarten, wie das Ganze so läuft. So, dann müssen wir gleich mal, aber schnell wieder zurück. Oh, wen haben wir denn da? Oh, naja, will ich nicht ran. Und fix wieder hochgeilt. Und dann sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Erste Kill für unsere Seite. So, wieder ein wenig Schaden ausgeteilt. Diesmal auch ein wenig kassiert. Jetzt erstmal wieder ein bisschen abwarten spielen. So, mal schön ein bisschen farmen. Und dann warten, dass Six mit seinen Bomben erstmal alles kaputt haut. Wenn es da jetzt nicht sofort scharf gehen würde. Oh, dann muss ich aber erstmal zurück. Komm! Das wollte ich aber noch hoffen. Oh, erstmal will ich zurück. Da würde ich so nicht unbedingt reingehen. Lass dich nicht von Mana-Tränke habe ich ja genug dabei. So, Jungs, aufpassen. So, aber da komme ich. Komme ich noch weg? Komme ich noch weg? Haarscharf. Ja. Tja, da habe ich aber ein wenig Schwein gehabt, würde ich mal behaupten. Dafür ist jetzt mein letzter Heiltrank leider Fujikato. Aber egal, hat sich ja gelohnt. Als nächstes werde ich mir auf jeden Fall den Brutalisierer holen, denke ich mal. Wegen der Abklingzeitverringerung natürlich. Damit ich meine Meditation etwas öfters nutzen kann. Ja, bei 6 zu 1 Stats werden die Gegner jetzt wahrscheinlich erstmal etwas defensiver agieren, würde ich jedenfalls denken. Wäre für mich natürlich nicht so schön, wenn sie hinten an ihrem Tower bleiben. Oh nein, tun sie aber nicht. Jetzt
zu Staub. Oh, weg, weg, weg. Oh, da hat's mich auch fast noch zerrissen. Nein, Digga. Komm. Na, rausgehen kann ich da trotzdem nicht. Lass dich nicht von Stolz. Ja, jetzt kann ich im Moment nichts mehr ausrichten. Erstmal wieder versuchen, ein wenig hoch zu heilen. Oh, schnell weg, schnell weg. Haben wir zwar noch schön bekommen. Jetzt heißt es wieder vorsichtig sein. Ja, ich würde ja immer zu gerne da rangehen, aber direkt am Tower ist es doch zu gefährlich. Schön gemacht. Sobald die Vasallen kommen, gehe ich allerdings voll auf Angriff. Oh, was macht er denn da? Soll ich es wagen? Soll ich es nicht wagen? Ah, jetzt hast du es auch wieder da. Jetzt möchte ich es natürlich gar nicht mehr wagen. Jetzt schon. Ach, schade. Da wollte ich sie mir jetzt alle holen. Aber das kommt, wenn man zu viel will, ne? So, erstmal aber die Stiefel. Dann den Brutalisierer. So. Hingerichtet. Mal sehen, vielleicht gelingt mir ja heute endlich mal wieder ein Pentakill. Wäre ja schön. Ich zeige dir den Weg. Hat aber noch ganz knapp ich überlebt eben. Lass dich nicht von Stolz lenken. Das ist nett. Also Orca im Team ist immer eine feine Sache. Zumal ich mit Master Yi komischerweise öfters mal Mana-Probleme kriege. Warten, dass sie noch ein wenig rauskommen. Ich hoffe, sie werden es tun. Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal am Tower zu sterben. Team wieder hochgeheilt. Die Heilung wurde auch gepatcht. Uah. Ein Verbündeter wurde getötet. Euer Team hat einen Turm zerstört.
Ay, caramba. Ich will nicht wieder zu nah dran gehen. Was wollte ich sagen? Ach ja. Denn die Heilung entfernt jetzt auch das Entzünden der Gegner, wenn es auf einem ist. Also alle heilungsverringernden Effekte. Und deswegen wähle ich das jetzt auch immer. Ist jetzt nämlich wirklich sehr sinnvoll. Tja, da wurde mir mein Penta leider genommen. Schade. Mal sehen, vielleicht bekomme ich ja noch eine Chance. Jetzt bin ich auf jeden Fall heiß drauf. Wieder nur eine Dreifachtötung. Es will mir nicht gelingen. Ein Gegner wurde getötet. Das Glück scheint mir im Moment nicht hold zu sein. Obwohl es natürlich auch so eine ganz gute Runde ist. Aber... Ein Gegner wurde getötet. Der Penta will nicht kommen. Mal sehen, jetzt aber vielleicht. Jetzt habe ich ja die Hydra. Kann auf mehrere Ziele gleichzeitig Schaden machen. Oh, da hat mein Ulti nicht gezündet. Warum nicht? Was war da los? Was war da los? Ha, jetzt ging's doch noch. Was war das für eine Aktion? So, jetzt aber go go. 35-14 Führung. Und wir haben gerade mal einen Tower down. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schild. Der Konzentrierung. So, lassen wir sie ein wenig rauskommen? Ich denke schon. Los, zurück, Leute. Jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr so wirklich. Ihr wurdet getötet. Wer räumt denn da mal so auf? Ist es der Brand? Nein. Oh, keine Lex bitte. Das habe ich ja gar nicht gern. Ja.
Oje. Hey, da habe ich nicht aufgepasst. Mein Ulti war noch gar nicht bereit. Und ich dachte, ich kann da mal richtig reinrocken. Aber es wollte nicht wirklich. Gehen wir da rein, gehen wir da nicht rein. Der Tor schießt natürlich wieder auf mich. Oh ne, da muss ich lieber doch weg. Ja, wartet Leute, bin ja gleich wieder da. So, mach keinen Fehler. So, den konnte ich noch mitnehmen, aber... Oh, oh, oh. Na, da warte ich mal kurz. Vielleicht kommt der Brand ja mit. Jetzt hat er uns verraten. Oh, nee, lieber weg. Ah! Wieder eiskalt erwischt. Ein Verbündeter wurde getötet. Habe ich mir immer noch nicht geholt, die Klinge der Unendlichkeit. Das darf aber nicht sein. ...645 Gold noch. Ist der größte Gegner. Oh, mein Ulti noch 22 Sekunden. So lange würde ich gerne warten. Ach, Quatsch. Wie er schon schreibt, genau. So, war's das jetzt schon? Yep, ich denke, die Sache hat sich jetzt erledigt. Und das war's. GG. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und über eine positive Bewertung, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.